Die Stauferstele in Säl. Ein imposanter Gedenkstein, der sich gleichzeitig gut auf dem neu gestalteten Platz, dem Campus, einfügt. Mit den Stelen werden Orte ausgezeichnet, an denen das Geschlecht der Staufer Spuren hinterlassen hat. Aber was hat Friedrich I., Kaiser Barbarossa, mit Selm zu tun? Und wie ist die Stele eigentlich hier hingekommen? Februar 2022. Es ist ein kalter Wintermorgen. Mit einem LKW wird die 4,5 Tonnen schwere Stele nach Selm gebracht. Es ist die mittlerweile 40. Stauferstele. Sie alle wurden entworfen und angefertigt von Markus Wolf. Der in Stuttgart lebende Künstler und Bildhauer ist eigens mit angereist, um den Aufbau mit anzuleiten. Dass es mal so viele Gedenksteine geben würde, überrascht auch ihn. Sagen wir mal, wo so ein gewisser Stelenhype entstand, dachte ich schon, dass es einige werden, aber dass es 40 werden, das dachte ich eigentlich nicht. Die Stele in Selm ist außerdem die nördlichste Stauferstele, die es gibt. Weitere stehen in Süddeutschland, Italien, Frankreich, Österreich, den Niederlanden und Tschechien. Der Stifter der Stele ist Professor Dr. Ralf Schaltenbrand. Gemeinsam mit dem örtlichen Rotary Club, der sogar den Namen Kaiser Barbarossa trägt, hatte er die Idee dazu. Der Bezug zu den Staufern findet sich im nahegelegenen Schloss Cappenberg. Dort lebte im 12. Jahrhundert Otto von Cappenberg. Er war der Taufpate von Friedrich I., Kaiser Barbarossa. Eine Verbindung, die auch für Bildhauer Markus Wolf spannend ist. Also besonders ist diesmal, dass diese Stele eigentlich in ein urbanes, modernes Umfeld kommt. Also sichtbar haben wir hier keinen historischen Bezug. Es ist mehr ein ideeller Bezug im Hintergrund. Und Cappenberg ist ja nicht weit weg, wo diese Originalobjekte sich befinden. All diese Zusammenhänge werden auf der Stele deutlich. Sie zeigt Bilder vom sogenannten Barbarossa-Kopf. Er soll ein Geschenk des Kaisers an Otto von Cappenberg gewesen sein. Außerdem ist die Taufschale des Kaisers zu sehen. Eine Besonderheit in Selm sind außerdem die 8 achteckigen Pflastersteine. Auf einem befindet sich die Stele. Insgesamt spiegeln sie das Castel del Monte wider. Dieses wiederum war Vorbild für alle Stelen. Wer die Stele in Ruhe betrachtet, taucht also bereits in die Geschichte ein. Aber auch darüber hinaus bekommt man viele Informationen auf dem Campus. Also ich habe jetzt gehört, dass hier eine Infotafel kommen soll, eine digitale, wo man sich tatsächlich informieren kann. Also vielleicht auch über diese Stele hinaus mit den Staufern. Und wenn das angenommen wird und die Leute lesen das, wird es vielleicht schön ins Leben, ins Stadtleben integriert. Die Infothek bietet also zusätzliche Erläuterungen. Sie zeigt Bilder vom Barbarossa-Kopf, der Taufschale und Hintergrundwissen. Dass sich das Ganze gut auf den Platz einfügt und die Stadtgesellschaft begeistert ist, zeigt sich direkt am Tag der Einweihung. Professor Dr. Norbert Lammert, Bundestagspräsident AD, ist eigens angereist, um die Stele zu enthüllen. Und Ideengeber Professor Dr. Ralf Schaltenbrand ist sichtlich zufrieden. Ganz persönlich bleibt mir noch festzustellen, dass ich als Stifter der Stele heute hier sehr zufrieden und dankbar vor Ihnen stehe. Denn es war ein langer Weg bis zum heutigen Tag mit Höhen und Tiefen. Dabei übertragen sich vielleicht meine Gefühle auf unsere Stadt, auf unsere Bürgerinnen und Bürger. Und vielleicht finden auch Sie, dass uns dieser Ort gut zu Gesicht steht.